Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Und zwar habe ich hier in diesem Video für euch eine leicht veränderte Methode oder besser gesagt eine andere Methode, um hier auch noch zusätzlich hier Bikes zu duplizieren. Dieses Western Death Bike, Bike des Todes auch genannt, wenn man das hier auf Zukunftsschock auftunt, komplett aufrüstet und so komplett auftunt, wirklich ganzes Geld investiert, auch hier so mit der goldenen Farbe, so wie ich, kann man hier pro Duplikat vom Bike bis zu 1,5 Millionen kassieren. Ja, das ist jetzt hier noch das Originale, dafür kriege ich sogar noch ein bisschen mehr, aber ich habe das Bike schon einmal dupliziert, da das ja eigentlich keine Kennzeichen hat, habe ich dennoch die Kennzeichen vom Fadjo übernommen, das heißt, das Duplikat war dennoch sauber, ich habe es verkauft, meine iFruits sind noch geblieben und so. Ich würde es zwar ein bisschen mit Vorsicht genießen, die ganzen Bikes alle auf einmal nicht zu verkaufen und so. 10 von denen im Motorradclub machen sich eigentlich ganz gut. Ich werde euch das Ganze erklären, wie das funktioniert, was ihr hier zu tun habt, und funktioniert auf der PS4 sowohl auch auf der Xbox One. Macht es auch wirklich so wie ich. Ich gebe euch hier nochmal die besten Tipps zum ganzen Glitch, und ja, ihr könnt dann das Ganze auch wieder mit CEO machen oder mit dem Motorradclub, zeige ich das hier, oder auch zum Beispiel ohne den beiden Sachen. Erkläre ich auch, was da zu tun ist, okay? Und bevor wir jetzt hier natürlich mit dem ganzen Glitch anfangen, habe ich noch eine Sache, und zwar grüße ich die ganze Familie Kravchenko, Sergei und natürlich seine Söhne Davis, Danilo und Emilio, weil die so fleißig immer meine Videos anschauen, dachte ich mal, mache ich hier was Tolles für euch und grüße euch hier im Video. So, danke natürlich für den Support und hier natürlich weiter im Programm jetzt mit dem Glitch. Also, das Ganze funktioniert, ihr könnt es in der geschlossenen Freundesitzung machen. Ihr braucht zuerst die Hilfe eines Freundes, was heißt zuerst mitten im Glitch, und dann kann der Freund einfach sich verabschieden, die Sitzung verlassen, und dann könnt ihr komplett, wenn er weg ist, die ganze Zeit solo duplizieren. Ja, ich zeige euch das hier halt mit diesem Bike, und euer Kumpel braucht einen Bunker, welchen ist egal, mit MOC natürlich. Ihr braucht auch einen Bunker mit MOC natürlich, und hier auf Warstock, mobile Kommandozentrale, Position 3, Lager für persönliches Fahrzeug müsst ihr haben, ganz ganz wichtig, und hier hinten bestellt ihr einfach nur einen Fadjo rein. So, mit dem ist es ein bisschen trickier als wie mit dem RH8, aber es muss halt der Fadjo sein am besten. Motorräder, den kann man hier unten für 5 Riesen kaufen. Da schauen wir mal, ob schon bei mir einer drin ist. Kaufen, mobile, ist schon einer drin. Wunderbar. Also, dann könnt ihr das Ganze auch wie mit dem CEO-Bürogebäude. Da braucht ihr halt, wie gesagt, irgendein Bürogebäude mit Firmengarage. Ich habe hier jetzt, das ist ein anderer Account, apropos bei mir. Hier Garage renovieren. Ach komm schon. So, zack. Zack, ist noch ein bisschen früh. Ich schlafe noch ein bisschen. Renovieren. Firmengarage. Muss freier Stellplatz sein. Tuningwerkstatt soll auch drin sein. Wenn ihr keins habt, dann zeige ich euch die Methode, wie das ohne geht. Oder ihr macht es halt so mit dem Motorradclub. Habe ich vorhin auch so gemacht. Ich habe hier in der Innenstadt auch eine Werkstatt drin und auch einen freien Stellplatz. Ja, desto mehr ihr habt, desto mehr könnt ihr halt dupen. Also, dann können wir eigentlich auch schon hier beginnen. Den Part vom Kumpel blende ich auch noch ein. Ist nicht so schwer. So, ich kann eigentlich mit dem auch allein eintreten. Und der andere Charakter kann auch schon mal in seinen eigenen Bunker reingehen. So, wir laufen hier hinten zum MOC. Oha, der ist gerade gespawnt. Stimmt, da war ja unterwegs. So, wir gehen ganz normal rein. Das hier ist jetzt ein bisschen tricky, sage ich mal, ja. Allgemein, der Semi-Solo-Glitch, auch mit dem Easy klappt es. Also, wir machen das aber hier mit den Bikes, deswegen hier ein Fadjo drin. So, steigen drauf und machen den Fadjo an. Vor allem halten wir jetzt die Optionstaste gedrückt, okay? So, wir halten wirklich die Optionstaste gedrückt, geben schnell Gas, L2 oder R2, ist egal was. Es muss so schnell antippen, also ihr müsst es so schnell antippen, und dann, während ihr antippt, so schnell wie möglich die Optionstaste loslassen, weil hier muss das einfach nur, alter Fuck, sorry, dass ich das jetzt so sage, aber ich habe es gleich vom ersten Mal gehittet. Also Optionstaste halten, schnell so antippen. Ich hoffe, ihr könnt es hören. So mache ich das immer, einfach nur antippen, und während ich antippe, lasse ich die Optionstaste los. So, wir können dann hier wieder auf den Raster online, in den Criminal Enterprise Starter Pack rein, hier unten auf Fahrzeuge. Es ist im Prinzip wie der Semi-Solo-Glitch auch geblieben. Hier drauf. Dann hier oben aufs Häuschen. Seht ihr mein, leider mein Mittelfinger ist das, ja. Zack. Dann gehen wir hier auf Warstock.
Okay, und hier auf die mobile Kommandozentrale, wieder auf Farbschema innen, irgendein Farbschema. Klar, ihr braucht halt natürlich das gewisse Geld, um zu wechseln zu können. Hier, auch beim Semi-Solo-Glitch. Oh mein Gott, haben da viele Leute hier echt immer noch nicht das so drauf. Ich habe gesagt, wie es zu tun ist, aber die Leute schauen sich einfach die Videos nicht an. Finde ich schade eigentlich. Dafür haben wir eigentlich YouTube da, damit wir die Videos auch anschauen, ja. Ich mache das wie folgt, okay. Also ich drücke jetzt einfach die Optionstaste, okay. Ich halte die Optionsstarttaste gedrückt. Und wenn ich auf Kaufen gedrückt habe mit dem rechten Daumen und mein rechter Daumen verlässt die X-Taste, lasse ich die Optionstaste einfach nur los und dann mache ich gar nichts. Passt auf, X, Optionstaste loslassen. Einfach nichts machen, da dürft ihr nicht in Panik geraten. Erst, ich habe losgelassen und circa nach einer Sekunde ist das Menü aufgefloppt. So, dann gehen wir hier zuerst in den Criminal Enterprise Starter Pack rein. Kreis, wieder raus, Optionen und jetzt könnt ihr den Selbstmord machen. Weil wenn ihr nicht in den Criminal reingeht, dann passiert es, dass ihr einfach keinen Selbstmord machen könnt, weil es dann einfach ausgegraut ist. So, jetzt rechts oben natürlich der Part vom Kumpel, er ist in seinem Bunker drin. Dann ladet er euch natürlich über das Interaktionsmenü ein. So, links unten seht ihr die Einladung, zack, zack, nehme ich an. Jetzt ist es halt so, dass ihr sozusagen derjenige, der dupliziert, passt auf, der geht halt hier, oder besser gesagt kommt, rechts oben könnt ihr das jetzt im Bild sehen, kommt er halt einfach, da ist die süße Mausi, hi, einfach aus dem MOC raus. Kumpel geht einfach hier so zu seinem blauen Kreis, eintreten mit neuen Freunden und Crew, müsst ihr halt befreundet sein natürlich, und dann habt ihr halt einfach erstmal diesen Dauer-Blackscreen, okay? Macht da euch keine Gedanken, Kumpel. Hier sollte es eigentlich auch so sein, dass der Kumpel auch in den MOC rein kann, wieder raus. Und jetzt muss halt euer Freund Richtung von mir aus CEO-Bürogebäude oder zu eurem Motorradclub, ja? Und er verlässt erst dort die Sitzung. Und wenn er die Sitzung verlässt, Jungs und Mädels, müsst ihr, wenn ihr aus dem Bunker rauskommt, ich habe jetzt hier noch zwar links den Blackscreen, aber wenn ich aus dem Bunker rausgehe, muss ich sehr schnell über das Interaktionsmenü Selbstmord machen. Und das haben so viele nicht geschafft. Und deswegen auch muss man, wenn es nicht geklappt hat, sehr oft die Sitzungen wechseln. Ja? Das heißt auch, dass ihr... Ihr müsst es wirklich schaffen, einen Selbstmord zu machen, weil das haben viele nicht geschafft und dann ist es halt manchmal so, dass ihr einfach nur mit dem Auto oder mit dem Motorrad im MOC drin spawnt, was ja nicht sein soll, okay? Deswegen, ich spule das Ganze jetzt hier für euch vor, wenn ich dann irgendwo in der Stadt bin. So, jetzt bin ich hier mit dem anderen Charakter, oder besser gesagt, wenn euer Kumpel hier irgendwo angekommen ist, wo halt euer zum Beispiel CEO-Bürogebäude ist oder Motorradclub wie bei mir, dann macht er eigentlich Folgendes. Er verlässt einfach die Sitzung, ja, ich drücke jetzt einfach hier auf Sitzung verlassen, stoppt die Aufnahme und dann kommt auch eigentlich euer Part, also Sitzung verlassen, Aufnahme kann ich stoppen. So, und ihr müsst jetzt dann hier sehr schnell reagieren, Interaktionsmenü aufmachen, wenn ihr raus seid, passt auf. So, zack, schnell Selbstmord, bam, das muss sehr, sehr schnell passieren. Wenn ihr das nicht schafft, kann es auch durchaus sein, dass ihr dann sozusagen den Glitch nicht schafft, wenn ihr dann hier unter der Map seid, nochmal Selbstmord. Und ich weiß, dass jetzt hier das wirklich mit dem funktionieren wird, dass halt das einfach dupliziert wird, das Fahrzeug, was ich halt duplizieren will. Passt auf, ich mache das jetzt so. Jetzt fordere ich einfach hier die Mobile an. Zack. Und natürlich das Bike, was ich halt dupen will. Ihr braucht auch nicht die Arena dazu. Ich habe das vorher so schon gekauft ohne Arena. Und dann natürlich habe ich mir einfach gleich die Arena dazu gegönnt. So, wo ist das Bike? Arena, hier, zack. Death Bike, zack. Und das fahre ich dann jetzt einfach in den MOC rein. Und dann sollte es auch diese verbuggte Animation haben. Weil falls ihr die nicht habt, dann habt ihr halt das mit dem Selbstmord vielleicht nicht geschafft oder so. Also wenn ich immer Selbstmord schaffe, schaffe ich immer den Glitch eigentlich. Immer. Ob ich dann jetzt dann den Easy dupe oder hier dieses Bike. So. Auf geht's. So, einfach hier rein. D-Pad rechts, weil ja hier noch der Faggio drin steht. Zurück, zurück, zurück.
D-Pad rechts. Ja, annehmen. Ihr seht es schon, ich bin schon hier bei der Bunker-Animation. Und hier warten wir einfach ein bisschen. Machen dann entweder Selbstmord, falls ihr keinen Selbstmord machen müsst, weil ihr dann schon auf der Straße gespawnt seid. So, Selbstmord. Bin natürlich hier schon gleich gespawnt, wo mein Motorradclub ist. Falls ihr jetzt hier nicht in den Motorradclub reinfahren könnt, dann müsst ihr kurz einfach zu irgendeinem Los Santos vor die Tür fahren. Dann bekommt ihr die Meldung, dass ihr das nicht tunen könnt oder etc. Sorry, keine Stimme. Dann könnt ihr einfach wieder zurück zu eurem Motorradclub. Wenn ihr aber jetzt das Ganze ohne machen wollt, dann müsst ihr jetzt sozusagen, ja, jetzt sollte ich eigentlich, wo ist mein MOC? Ja, leider bei den Dogs schlecht. Müsstet ihr halt eigentlich jetzt zu Fuß in den MOC rein, dann wieder raus und erst dann mit dem Fahrzeug in den MOC rein. Das heißt, so könnt ihr das Auto oder das Bike ohne CEO oder ohne Motorradclub duplizieren. Aber die Scheiße ist halt einfach nur daran, danach müsst ihr den Glitch leider von neu machen. So, bei mir ist der blaue Kreis noch da. Ich kann eigentlich ganz gemütlich hier reinfahren. Und natürlich denkt dran, ich brauche hier natürlich die Werkstatt drin. Dann braucht ihr eigentlich nur hier irgendetwas. So, dann die Bett rechts. Irgendwas hier ändern. Egal was, wirklich egal was. So, was können wir hier? Bremsen, zack, geändert, fertig. Raus. Jetzt fahren wir halt natürlich schnell zum Los Santos und schauen, was uns hier dieses Bike bringt. Ich habe hier auch noch Oppressor Bikes, aber es lohnt sich nicht mit den Oppressor Bikes, weil ich die einfach vom alles kostenlos Glitch hier bekommen habe. Da kriege ich halt natürlich mehr, aber die zu duplizieren bringt dann überhaupt nicht so viel Geld. So. So, jetzt schauen wir uns das an, was das Bike bringt. Sollte fast 1,5 bringen, 1,5 Millionen. Das hier ist auch das Duplikat. So, verkaufen. Ja, wie ich gesagt habe. Wunderbar, es hat funktioniert. Jetzt schauen wir uns noch natürlich das andere Bike an. Das steht auf jeden Fall hier in der Arena. Das hier ist jetzt hier im Motorradclub gespeichert. Und wie gesagt, übertreibt es ja nicht mit dem Verkaufen, allgemein auch nicht. So, wir rufen nochmal den Mechaniker an als Beweis. Mechaniker, zeige ich euch, dass das Bike jetzt hier bei mir doppelt ist. Eigentlich ganz easy Glitch, ja, ich habe alles vom ersten Mal geschafft. So, Arena-Werkstatt, hier Zukunftstruck drin, Bike und natürlich hier bei Clubhouse. Boom! Also, ich denke, das war's heute mal wieder mal mit diesem Video. Ja, ich bin raus, euer G-Twist. Bis zum nächsten Video. Peace!